Es ist Samstag, ziemlich früh morgens, also kurz vor 8:30. Ich bin seit kurz nach 7 wach und es ist so ein Scheißwetter. Es ist krass neblig und eigentlich viel zu früh für den Samstag. Aber ich drehe heute für Kabel 1 Abenteuer Leben. Und deswegen bin ich gerade auf dem Weg zum Baumarkt, weil da fangen wir an. Ich weiß noch gar nicht, was wir da jetzt genau noch besorgen müssen, aber ich werde es gleich erfahren, denke ich. Wir sind jetzt fertig im Baumarkt und ich muss jetzt erstmal frühstücken. Ich habe nämlich noch nichts gegessen. Ich habe großen Hunger. Essende Leute filmt man nicht. Die sind auch voll süß klein. Die sind winzig, gell? Ja. Ich habe da irgendwie, glaube ich, auf Amazon von deinem Link gehabt und dann aber noch weiter gesehen. Ja, ja. Und halt super viele bestellt. Dachte mir, ja geil, wenn das cool wird, dann nehme ich. Passt. Es wird gerade aufgebaut, da drüben. Kamera und Tonmann möchten nicht gefilmt werden, deswegen können wir da jetzt leider nicht hin. Und ich warte jetzt hier, bis ich anfangen kann zu arbeiten. Ja, das sieht vielleicht auch so, das sieht dann so lasso-mäßig aus. Voll aufgeregt. Ich darf jetzt endlich was machen. Ich darf jetzt gleich die Sachen in die Kamera halten und erklären, was man braucht. Ich sehe irgendwie so struppig aus heute, ne? Aber es ist mir jetzt egal. Ist mir jetzt ganz egal. Es ist gar nicht viel, was wir für diese Lampe, die wir heute bauen, brauchen. Ich fange mal an mit diesen Flaschen. Da kommt die Glühbirne rein. Sowas kann man einfach im Internet bestellen oder oft gibt es sowas auch in so Dekoläden. Ja, guck mal, das sind ja schon zwei. Das reicht locker für fünf. Ja. Das ist jetzt jeweils ein Meter. Okay. Von, so einen Verbindungsschuss machen von einem zum anderen, also von dem auf das Geöffnete, auf die Fassung, auf die Lampe. Dass man drei Sachen hat. Genau. Nimmst du den Ton von der Lampe auf? Der Kasten ist jetzt fertig angemalt. Mir gefällt es sehr gut. Es könnte ein bisschen dunkler sein, aber das ist jetzt trocken und deswegen fädeln wir die Kabel wieder da durch und machen das Ding jetzt mal fertig. So, jetzt kommt der große Moment und wir werden sehen, ob alles leuchtet so, wie ich mir das vorgestellt habe. Woohoo! Es geht! Und dann musst du mir halt sagen, wie du mich... Was ist denn jetzt hier los? Riesig gut! Das ist jetzt unsere fertige Lampe. Ich finde sie sehr schön, vor allem weil man sie so individuell gestalten kann. Man kann die Farbe der Kabel wählen oder wie die Flaschen aussehen, größer oder so. Und wenn man sie neu kauft, ist sie viel teurer, deswegen kann man sie einfach selber machen und so wie man möchte. Man kennt das ja, Nachttische gibt es in allen möglichen Variationen. Manche haben auch nur so einen Zeitschriftenstapel oder ganz klassisch mit vier Beinen. Und deswegen dachte ich mir, wir probieren mal was anderes. Und zwar hängen wir mal einen Nachttisch von der Decke. Hier ist das Endprodukt. Ich finde es richtig geil, muss ich sagen. Und da überlege ich tatsächlich, ob ich mir davon auch noch welche baue. Und ihr könnt ja einfach mal sagen, ob ihr Bock habt, dazu ein DIY zu sehen. Schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen und dann baue ich das Ding nochmal für euch. Und das war's mit dem Making-of und bis dahin, auf Wiedersehen.